Moin. Jo, ich will euch heute mal. Ich habe mir aus China ein Feuerzeug bestellt für knackige, ich glaube 2,50 € shipped, war das umgerechnet. Und angeblich soll das wasserdicht sein. Und ich dachte, das probiere ich gleich mal aus. Das ist aber im Grunde nur Alibi, was ich hier zeige. Denn eigentlich möchte ich ein bisschen Werbung machen für den Howard 2K79, für seinen Kanal, oder Howard 2K79. Der lädt jetzt seit einem Monat jetzt regelmäßig Videos hoch. Und da zeigt er unter anderem so ein Fire-Kit und so ein 1 € Bushcraft Camp Knife und wie man Schwefelhölzer selbst macht. Und und momentan hat er halt gerade ein Projekt laufen. Der macht der will ein Messer machen aus einer Feile mit 7 mm Stärke und hat da schon zwei Videos hochgeladen. Und mir ist der Typ sympathisch. Das liegt vielleicht auch daran, dass er bekennender Paracord-Armbandträger ist. nein, der kommt mir echt sympathisch rüber und ich dachte mir, ich mache mal ein bisschen Werbung. Momentan hat er 14 Abonnenten und ich finde, das ist eindeutig zu wenig, weil die Videos, die sind eigentlich ganz cool. Also deshalb, das hier ist Werbung für den, für Howard 2K79, für seinen Kanal. Also ist ein Deutscher und ja, ich würde einfach mal sagen, schaut euch mal seinen Kanal an und knallt ein Abo drauf. Das findet er bestimmt gut und ja, bisher ist alles, was ich gesehen habe, echt ganz cool. Gut, und damit wir aber hier noch ein bisschen was anderes haben, ja, wollen wir das mal kurz testen mit dem Feuerzeug. Also, funktionieren tut das Biest. Jo. Gut. So. Deckel zu. Moment. Jups. Hoffentlich klappt das. Kein Bock, 2,50 € umsonst ausgegeben zu haben. Und rein damit. So, Luftbläschen sehe ich noch nicht. Wie lange lassen wir es jetzt drinne? Ja. Irgendwas müsste man jetzt machen. Ein Gedicht vortragen. Wer möchte zuerst? Niemand? Ne, ich auch nicht. Gut, dann kein Gedicht. So. Na, ich denke mal, das sollte jetzt reichen. Wir holen es mal wieder raus. Okay. Deckel auf. Also, das sieht gut aus. Ich würde fast mal sagen, na, geht von alleine aus und na komm, Flamme, verabschiede dich. Gut, bye bye. Das ist nicht schlecht. Ist wieder befüllbar, wie gesagt, das war gab es für 2,50 € mit einem kleinen Neckholder und ist scheinbar wirklich wasserdicht, zumindest für kurze Zeit. Natürlich die Frage, ob das Teil auch noch funktioniert, wenn es eine ganze Nacht drin liegt. Das werde ich jetzt auch einfach mal machen und ich schreibe es dann noch in der Videobeschreibung rein, ob das Teil morgen früh denn dann immer noch funktioniert. Bleibt gesund, Peace, schaut mal auf Howards Kanal rein. Ich bin raus.